präsentiert von opensourcepodcast.de, Ihr Profi-Cast für freie Software. GIMP ist nicht auf eine einzelne Datei beschränkt. Erfahren Sie, wie Sie gleich mehrere Dateien gleichzeitig öffnen. Sehen wir uns an, wie Sie mehrere Dateien gleichzeitig öffnen können und wie Sie dann mit den Bildfenstern am besten hantieren können. Zum Öffnen wählen Sie Menü Datei und Öffnen und suchen sich also in diesem Dateiordner die Dateien, die Sie öffnen möchten. Sie können hier nun mit einmal Klick eine mal anwählen und wir bleiben gleich in diesem Fenster für die weiteren Dateien, die ich mit gedrückter Steuerungstaste hier dazu auswähle. Sie sehen also, mit Steuerung und Klick bleiben beide Markierungen erhalten. Suchen wir uns noch eine Datei. Nehmen wir diese. So, mit Öffnen sind also nun diese drei Dateien hier alle geöffnet. Und Sie sehen, dass sich diese Bildfenster natürlich überlagern. Nun können Sie sie immer wieder herumverschieben und das Fenster wegschieben, um das dahinterliegende zu sehen. Es gibt aber in GIMP auch einen sehr tollen übersichtlichen Dialog über Menü Fenster, andockbare Dialoge, Bilder, da unten ist er. Sehen Sie auf einen Blick alle geöffneten Bilder und können auch diese in den Vordergrund setzen, indem Sie also hier drauf doppelklicken. Ich setze das hier hinüber, damit das nicht so stört. Beziehungsweise können Sie natürlich diesen Bilderdialog auch einem Dock hinzufügen, indem Sie hier mit gedrückter Maustaste ziehen und es auf dieses Dock draufziehen.